Und hier kann ich hier einfach... Ne, da ist ein Viech auch wieder. Da hinten sehe ich eine Goldader. Aber wir kommen später wieder. Ich will jetzt nicht unbedingt da oben durch die Radioaktivität. Ich schleiche mich mal anders raus. Ich versuche mal die Radioaktivität zu umrunden. Und auch unseren Freund da drüben. So, hoffentlich keine Minen. Gut. Sie könnte sich wieder anschließen, ne? Die gute Dame. Ich weiß nicht, warum sie es nicht macht. Geh voraus, ich folge dir. Jetzt ist sie wieder da. Da oben in diesem komischen Bottich ist nichts drin, ne? Achso, was mache ich denn hier? Oh, okay. Offenbar doch. Oh, halt. Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Da hast du recht, aber sind wir mal ganz ehrlich, so richtig da ist es ja nun auch nicht mehr, ne? Also, da habe ich schon besser erhalten, das gesehen. So. Okay, ich nehme mal zwei Schnitzel. Dann haue ich mir wieder die andere Kopfbedeckung drauf. Oh, das wird aber noch im Laufe der Zeit, wird das aber noch, puh, ein ganz schönes Hin und Her. So, die Ratte würde ich mitnehmen. Da hinten waren wir ja schon, da müssen wir auch nicht unbedingt hin, ne? Ich nehme die Ratte trotzdem mit für XP oder was auch immer, komm. Dankeschön. Kann man ja mal machen. Okay, bei dem Wasserfall da hinten weiß ich gar nicht, wo wir da waren. Ist aber auch egal. Das ist mir gerade Wurst. Wollte ich sonst noch irgendwo hin? Ich finde es schön, dass wir überall Wege langlatschen. Langlatschen, langführen. Entschuldigung. Da wollte ich sonst nirgends hin, ne? Ich wollte das hier angucken und ich glaube, da war noch irgendwas anderes, was ich gucken wollte. War das? Ah, hier bloß nirgends in so eine Mine reinlaufen. Ich bin gerade ein bisschen verunsichert. Hier ist schön. Ich glaube, da hinten wollte ich gucken, ne? Ist aber nur ein bisschen... Ist nur ein bisschen rumflandieren. Wir müssen dann eh zu den Berserkern, wir müssen die Queste abgeben. Hier würde ich gerne mal gucken, was ist denn hier bei diesem Außenposten? Da ist ein Rädchen. Das ist wieder so ein komisches Ding. Oh nein. Infinite Skies. Ja, was willst du denn da unten, hä? Den Kampf schlagen wir gemeinsam. So, wollte gerade die Schlagfolge machen, war plötzlich schon out of Ausdauer. So. Infinite Skies. Okay. Die Kleriker mit ihren Pilgerpfosten überall. Das da wollte ich mir nochmal angucken. Ne, ist eine andere Tankstelle, ne? Da waren wir noch nicht. Da unten sind wieder Viecher. Die Ratte lasse ich mal aus. Ich gehe mal zur Tankstelle, komm. Das ist die, ja. Hier tanken sie auf. Wir können wahrscheinlich eh nicht alles absuchen wegen Fröst. So, da ist nichts. Da drüben scheint irgendwas im Berg zu sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Müssen wir nicht unbedingt jetzt gucken.
Und hier wieder ein kleiner Stau. Die wollten alle noch tanken. Preise waren gerade ein bisschen günstiger. Ach, nee, komm, lass mal. Kein Bock auf dich. Oh nein. Auf dich habe ich auch schon wieder einen Aasfresser. Terrorvogel, scheiße. Naja, ich habe ja gespeichert. Da kann nichts schief gehen. Sprenggranaten könnte man theoretisch auch mal probieren, ne? Aber nicht bei Einzelgegnern. Irgendwie ist das so verschwendet. Ich guck mal. Achso, da. Entschuldigung. Ich hau nochmal den Kadaver. Cool. Terrorvogel. Ja, langsam kriegen wir, ne? Also einen Terrorvogel haben wir früher nicht, also überhaupt nicht hinbekommen. Oh. Sir, bitte Verstärkung. Wir werden von Zivilisten quasi überrannt. Es muss einen Informanten geben. Jemand hat das Projekt verraten. Sie weigern sich zu gehen. Es kommen ständig mehr. Jemand hat das Projekt verraten? Welches Projekt denn? Diese Gebäude habe ich schon öfter gesehen. Ich frage mich, wofür sie mal gut waren. Es wundert mich, dass nur ein Teil des Gebäudes Wände hatte. Was macht man mit einem Haus ohne Wände? Hier wurde früher sogenannte Beefy verkauft. Ein Flugblatt. Altes Flugblatt 2. Oh, das haben wir, das kennen wir noch nicht. Da, oder? Das zweite hatten wir noch nicht. Ich guck mal kurz, altes Flugblatt 2. Hallo? Achso. Altes Flugblatt 2. Melde nicht nur dich, sondern auch deine Liebsten zu unseren Eignungstests an Infinite Skies für eine bessere Zukunft. Infinite Skies ist natürlich mega dubios, das wissen wir alle. Ich meine, auch Leute, die Elex noch nicht kennen, wissen inzwischen dubios Skies. Okay, cool, Spezialschlag. Der nächste Terrorvogel, nice. Greift er erstmal durch die Wand an. So, keine süßen Ratten mehr umbringen, verstehe. Keine Kreaturen, die uns nicht angreifen. Da können wir direkt schon mal für den zweiten Teil üben. Was ist denn das da hinten, hm? Das habe ich vergessen. Nee. Ist noch zu früh für die. Wir könnten den natürlich, aber ist noch zu früh. Der hätte mich gerade noch verspeist. Der scheint da irgendwas anzuschnauzen da drin, ne? Ich meine, wir könnten vom Dach Granaten runterschmeißen. Das würde gehen. Aber nur für diesen einen hier ist das irgendwie ein bisschen over, oder? Ich mag das, dass er irgendwie, wenn man irgendwo langläuft, dass er so die Hand dahin ausstreckt. Mag ich irgendwie sehr gerne. So, der scheint wirklich irgendwas im Haus zu belagern. Wir werden später herausfinden, was es wohl ist. Später werden wir hier alles abrennen, wir werden alles niedermetzeln. Ich sehe es jetzt schon. Wer...
Ach, das ist irgend so ein Viech, ne? Ja, okay. Nicht der Drakon. Dankeschön. Da hinten scheint ein kleines Geheimversteck zu sein. Und dann düse ich aber wirklich mal zurück zu den Berserkern und gebe die Quest ab, die ich schon die ganze Zeit abgeben sollte. Sag mal, sind ja überall Viecher? Bleib hinter mir! Oh oh. Ja, ach, diese Ausdauer, ne? Ich kote. Ich kote ins Kinderbecken. Alter. Okay, das war... Hat er mal mit einem Schlag irgendwie drei Viertel... Ich glaube ja. Dankeschön. Muss ich ein bisschen geduldiger sein gerade. Diese Reise. Mal geht's gut, mal geht's nicht so gut. Okay, noch jemand hier? Natürlich. Da muss jeder Zentimeter der Wüste muss wimmeln vor Kreaturen. So. Wer kommt als nächstes? Regnet einfach ein bisschen. Ich mag das Wüstenfühl hier irgendwie. Ich weiß nicht warum. Mag normalerweise nicht so die kargen Landschaften. So, Pfeil war auf der anderen Seite drin. Ach so. Ein Outlaw-Versteck. Und eine Ratte. So. Dann zeig ich mal her. Dich nehmen wir mit. Wie kommen die Outlaws hier durch, wenn hier überall Viecher sind? So. Oder anders gefragt, wie sind die ganzen Viecher nicht tot, wenn hier ab und zu mal Outlaws rumlaufen? Das ist natürlich die Masterfrage. Ich glaube, die sind alle kacke. Oder tot. Eins von beiden. Kacke oder tot, die große Quizfrage. Oh, gruselig. Ja. Oh. Nein! Ah, was ist das denn? Aber was jetzt? Das ganze Lager wimmelt rot. Köstlich, dieses Mal. So,
Oh nein, ich habe wieder einen Fokus auf irgendwen. Ja, das wird eh nichts, sind wir mal ganz ehrlich. Ah, nach der Ratte nicht mehr gespeichert. Okay, also, die nehmen wir auch mal irgendwann mit. Die Kollegen da drin. Wir sollten wieder zurückgehen. Ich bin immer schlechter. Diesmal war es meine eigene Dummheit. Und schon wieder. Und schon wieder meine eigene Dummheit. So. Aber egal, dafür habe ich auch einen Schnitzel zu viel gefressen. Das sind also Banditen, keine Outlaws da drin. Ich weiß nicht genau, wo der Unterschied ist. Sind Banditen losgelöste Outlaws oder? Schweiß ist nicht genau. So. Da oben ist, glaube ich, die Tanke, wo wir damals waren. Wo wir den Ray kennengelernt haben. Und wo noch immer ein Häscher drin war, mit seinem komischen, mit zwei Hunden. Den wir auch noch holen. Also, ey, wir werden hier irgendwann, laufe ich hier mit einem Dyson-Staubsauger durch und dann werde ich alle kaputt machen. Okay, hier unten noch irgendwas. Ich gehe gleich zurück zu den Barbaren. Oh. Ach, hier sind wir wieder. Ist das? Nee. Das ist ein anderes hier, ne, oder? Hinsetzen, natürlich. Ist das das, wo wir schon mal waren? Oder sieht das nur genauso aus? Und das ist über dem Durchgang. Alles klar. So hängt das zusammen. Cool. Oh, gruselig. Was? Die Assel oder was? Oh, mal gut erhaltene Konservendose. Sowas Gutes gibt's nie wieder. Oh, köstlich. Da, wo... Ich weiß nicht genau, wie der hier runtergekommen ist, ehrlich gesagt. Hat er eine Leiter zum Runterdroppen. Aber da ist zumindest Wasser. Ein natürliches Wasservorkommen. Also eigentlich nice. Ih, da drüben ist ein Grabbler. Da gehe ich nicht lang. Und da drüben... Weißt du was? Ich düse zurück zu den Barbaren. Ich habe die Schnauze voll von Wüstensand. Wir haben, was wir wollten. Und wir müssen jetzt zurück zu... Ragnar. Okay, dann. Ich hoffe, dann haben wir seine Aufgaben soweit zu seiner Zufriedenheit erfüllt. Auch wenn ich noch kein Berserker werden kann. Wir müssen noch Aufgaben der anderen Fraktionen übernehmen, damit wir die XP kriegen alle, ne? Das wissen wir ja wohl. Hey. Also. Du wolltest einen Bericht aus einer anderen Stadt. Was hast du herausgefunden? Ich bin im Fort gewesen. Dann raus damit, was hast du gesehen? Eine gut befestigte Stellung und viele Waffen. Und ihre Mannstärke? Beachtlich. Ich hatte immer gehofft, dass die Outlaws sich selbst zerfleischen. Aber besser, ich behalte sie im Hinterkopf. Hier, nimm das. Ja, okay. Ich bringe Neuigkeiten aus den Außengebieten. So, was gibt es zu berichten? Der Außenposten in Tavar wurde von den Outlaws attackiert. Diese verfluchten Maden, wie können sie es wagen? Nimm's mir nicht persönlich, aber der Großteil von ihnen ist weniger wert als Dreck. Wie steht es um unser Weltenherz? Zerstört. Und unsere Männer? Garald hält die Stellung. Gut, es hätte mich auch gewundert, wenn er diesem Abschaum nicht die Stirn geboten hätte. Ich werde sofort ein paar Männer entsenden. Wir müssen retten, was noch zu retten ist. Egal, welche Horden der Duke aufbringt, er wird uns nicht aufhalten. Dafür, dass ich nun Bescheid weiß, hast du dir ein paar Splitter verdient. Du kannst sie sicher gut gebrauchen, um deine Vorräte wieder aufzustocken. Das waren alle Lageberichte. Ja, und auch wenn die Schwierigkeiten offensichtlich sind, halte ich an unserem Vorhaben fest. Auf kurz oder lang werden wir dieser Welt ein neues Gesicht geben. Sie wird sich unserer Stärke beugen oder untergehen. Ich hasse alle Fraktionen. Und ich hasse mich selbst, weil ich wieder vergessen habe, das Amulett anzulegen. Aber warte mal, 400. Ich lade mal kurz. Ja, das habe ich mir gedacht. 400 sagst du, dann lass mal kurz gucken. 400 XP haben wir dafür gekriegt. Dann können wir das gleich mal vergleichen so ein bisschen.
Dienstleister. Das kann ich nicht mehr tragen. So, bin jetzt Dienstleister. Ihr könnt jetzt ein Subunternehmen beauftragen. 400 XP haben wir dafür gerade bekommen. Testen wir mal. So, hey. Also. Ich bringe neu. So. Der Außen. Dies. Ne. Und. Gut. Ich werde so. Das waren alle Lageberichte. Ja, und auch wenn die Schwierigkeiten offensichtlich sind, halte ich an unserem Vorhaben fest. Auf kurz oder lang werden wir dieser Welt ein neues Gesicht geben. Sie wird sich unserer Stärke beugen oder untergehen. Wenn das wenigstens 100 mehr wären, aber 20? Was? Das sind zu wenig. Du wolltest da... Okay. Ich... So, nicht wundern, ne, ich kürze das mal ein bisschen ab. 20? Und dann kriegen wir später 40 oder und mehr? Mit deinem Tech-Zeug woanders herum. Halt die Scharnuze! Oh. Abenteurer war ja das falsche Ding. Des Kriegers, ne? Ja. Okay. Ja, nun. Blöd. Also das mit dem 420 ist aber echt ein bisschen lame. Bei aller Liebe. Okay. Immer dieser Technikram. Was haben wir denn noch hier? Vogelfrei, Rachefeldzug, toll. Abessa, Ignadon, ich guck mal erstmal Edan. Waldputz, das Gesetz der Berserker. Wie können wir das hier abschließen? Oh nee. Haben wir nicht schon alle abgeschlossen? Ich geh mal alle ab. Ich könnte schwören, also wir haben schon mit allen gequatscht und ich wüsste nicht, wo jetzt noch eine Quest offen ist. Technik. Ha. Ornia haben wir schon tausendmal gesehen. Ornia und Bert. So. Moin. Ich hab zu tun. Ornia ist fertig. Hakon. Oh. Hakon. Sehr merkwürdig. Hakon. Will mal wieder ein paar Diebesdinger machen. Dies ist ein Diebeslied. Oh, sehr gut. Die nehme ich immer gerne mit. Fliege. Wie viele Pfeile haben wir denn jetzt? 55. Ist immer noch nicht die Welt und ich weiß nicht, warum wir nicht selber welche craften können, aber naja. Da steht er und auch der hat keine Aufgaben mehr für uns. Also ich meine, wir haben seine Aufgabe schon ausgeführt. Hey du Arsch! Hast wohl geglaubt, du kommst damit durch, was? Oh nein! Du hast mich belogen, was die Position der Alps angeht. Was? Dir, Alpfreund, werde ich jetzt zeigen, wie wir mit Lügnern in unserer Stadt verfahren. Komm her! Dich, Arschloch, hol ich mir! Hakons Schlüssel. Ein Beurteilungsbogen. Zeig mal her. Ein Beurteilungsbogen. Über verschiedenste Mitglieder. Der Berserker für A. Jora. Vorbildlich, keine Beanstandungen. Stormson. Miserabel, hat Altwaffe gefunden, wurde konfisziert, in Truhe abgelegt. Ja, den Stormson kennen wir ja. Akira. Hilft, wo sie kann, jedoch zu gutherzig. Abhärtung empfohlen. Bertram. Hält sich an die Gesetze, dennoch verdächtig. Ritschka, keine Auskunft möglich. Drog, keine Auffälligkeiten. Born, gesetzestreu, aber nachlässig. Rest folgt. Gut, da haben wir die Berserker schon wieder geschwächt. Dafür, dass das die sind, zu denen wir wollen, ist das, glaube ich, relativ schwierig, ne? So.
Nee, warte mal, ja, da lang. Hi. Geh ich mal da oben lang. Oh, da wird aber jemand fuchsteufelswild sein, dass wir schon wieder jemanden umgebracht haben. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Morgen. Ihn kannten wir ja schon. So. Ihm haben wir aber auch schon geholfen. War das vielleicht gerade das Letzte, was wir noch machen mussten? Hey. Also. Bring mir etwas bei. Alles klar. Ja, Born haben wir schon, dem haben wir schon geholfen. Okay. Gut. War's das denn eventuell? Dieser kleine Fauxpas? Oh, warte mal. Markierung löschen. Ich meine, wir haben alles gemacht. Jetzt müssen wir theoretisch nochmal wieder zurück. So. Hätte ich den Separatisten nicht helfen sollen? Ich weiß nicht. Eigentlich war es doch, müsste ich schon. Ja. Okay, warte, ich speichere mal kurz. Wir hören uns mal kurz wieder das Gebet an. Was meine Unterstützung angeht, wie mache ich mich? Deinetwegen sind gute Leute gestorben. Nein. Nur weiter so, wenn du das Vertrauen in dich schmälern willst. Angrims Test hast du bestanden. Das war gut. Born sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit. Jora meinte, dass du ihn nicht wie gefordert mit Maschinenteilen versorgt hast. Das hätte besser laufen müssen. Du hast bei den Werkern wohl Eindruck hinterlassen. Ornir sagt, du warst ihm eine große Hilfe. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Man erzählt sich, du hättest einem Kleriker zur Flucht verholfen? Das ist nicht hinnehmbar. Allerdings war meine Frau daran wohl auch nicht ganz unbeteiligt. Die Sache mit Hakon vergessen wir am besten ganz schnell wieder. Du hast mir bei der Sache mit Irdor geholfen, das muss ich dir lassen. Du hast das Schwert von Erik Eisenfaust nicht in fremde Hände gegeben. Das war klug von dir. Der Mörder Stormson lebt, obwohl du damit beauftragt wurdest, ihm das Handwerk zu legen. Eine große Hilfe scheinst du bei der Geschichte mit dem verschwundenen Elex ja nicht gerade gewesen zu sein. Alles in allem bin ich zufrieden mit dir. Die Stimmung ist um einiges besser geworden. Huch! Hier, ich will ja nicht undankbar wirken. Wo hast du nur all diese Splitter gehortet, Ragnar? Wenn ich das hinausposaunen würde, hätte ich bald nichts mehr zum Verteilen. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Und da du jetzt so viel für uns getan hast, oh oh, sollte es dein Ziel sein, uns beizutreten. Denk darüber nach. Vielleicht lehren wir dich dann sogar eines Tages unsere Magie. Ja, mach ich. Wir haben die Berserker abgeschlossen. Nicht alle Quests in dieser Map, ne? Da müssen wir, glaube ich, noch diese komischen Alps töten. Aber wir haben die Berserker abgeschlossen. Ein großer Tag. Ich hätte sogar 530 XP kriegen können, glaube ich. Verdammte Technik. Warte, warte, Abessa. Edan, genau, Waldputz, das bleibt noch von Edan. Dann haben wir Edan erstmal abgeschlossen. Es gibt, glaube ich, noch eine Sache, da wollte ich in der letzten Aufnahme hin, da war ich aber nicht mehr. Oder vorletzten, ich weiß es nicht mehr. Was war das? Ne, hier waren wir. Das war die Straße dahin. Hier müssen wir die Gefährtenquest machen, ne? Die so ewig, also das wird lustig. Ich weiß es nicht mehr. Es war irgendein Settlement, aber ich weiß nicht genau welches. Ich weiß, ob es das hier war. War es das hier? War es das hier? Hier waren wir ja schon. War es das hier? War es das? Ich weiß es nicht mehr. Zu irgendeinem wollte ich hin. Da habe ich gedacht, demnächst. Und dann war ich wieder ein bisschen abgelenkt vielleicht. Ich weiß es nicht mehr.